ersten Herrenhalbfinale traf der Gastgeber, der Mannheim Hockey Club, auf den HTC Uhlenhorst Mülheim. Der MHC hat sich viel vorgenommen, möchte unbedingt im heimischen Stadion deutscher Meister werden. Allerdings nahmen die Mülheimer das Zepter in die Hand. Erste Ecke, Lukas Windfeder bekommt erneute Chance per Strafecke nach dem Videobeweis. Zweite Chance und da sieht man nochmal den Schuss, der Guido Pereira ans Knie geht. Und dann haben wir die zweite Chance, abgefälscht und im Tor Lukas Stumpf. Keine Möglichkeit, den Ball zu halten. Leicht abgefälscht von Guido Pereira. Lukas Stumpf sieht da relativ alt aus. 1-0, Uhlenhorst Mülheim völlig verdient. Da sieht klar, das bessere Team war. Allerdings direkt nach dem Treffer die erste Riesenmöglichkeit für den Mannheimer HC. Lassen sie aber auf der Strecke liegen. Und die Offensive immer wieder angetrieben von Tim Herzbruch mit seinem unnachahmlichen Laufspiel und legt dann noch auf den langen Pfosten, aber Benedikt Fürk kommt nicht mehr an den Ball ran und lässt die mögliche 2-0 Führung ebenfalls verstreichen. Ganz großer Sport, technisch ganz versierte Truppe, die Mülheimer hier mit Niklas Bosserhoff, der ebenfalls ein Riesenspiel machte. Dann Schiedsrichter Sascha Sohns nahm den Videobeweis, weil Tilo Schalkowski einen Fuß gesehen hat. Da sieht man, es geht am Fuß, hat recht bekommen, Strafecke, wieder Windfeder vergeben. Und damit bleibt Mannheim im Spiel. Dann schnell ausgeführter Freischlag, Schalkowski beschwert sich noch. Und im Anschluss nahmen die Mannheimer einen Videobeweis, da sie reklamierten, dass der Verteidiger keinen Abstand eingehalten hat. Verstrich aber und dann doch noch der Lucky Punch für den MAC. Nach einem Riesenpass legt Guido Barrera quer auf Tim Hase, der den Ausgleich erzielen konnte und somit auch ein mögliches Penalty-Schießen für deine Mannschaft ermöglichte. Aber bevor das zustande kam, noch eine Chance durch Tobi Mantania, der den Pfosten traf. Lukas Stumpf chancenlos gewesen im Tor. Michael McCann nochmal mit den richtigen Worten an den MAC, ebenso Uhlenhorst-Trainer Omar Schlingemann. Dann noch eine Möglichkeit kurz vor Ende für Lukas Windfeder, bekommt nach einer Variante erneut eine zweite Strafecke zugesprochen, da der MAC-Verteidiger nur per Stockfoul den Schuss von Trim Herzbruch abwehren konnte. Zweite Ecke an den Pfosten, ebenfalls wieder liegen gelassen, zu viele Standards liegen gelassen, hätten das Spiel entscheiden können. Tilo Schalkowski mit der letzten Chance, aber Lukas Stumpf mittlerweile absolut warm geschossen. Dann ging es ins Penalty-Schießen, Jan-Philipp Fischer, klasse gemacht gegen Jonas Weißner. Er zieht den ersten Treffer. Bene Fürk erzielt den Ausgleich etwas glücklich. Lukas Stumpf noch mit dem Schläger dran. 1-1 im Penalty-Shootout. Dann nächste Möglichkeit für den MAC zu erhöhen, aber Jonas Weißner blieb cool im Tor. Einfach geklärt mit dem Schläger. Tilo Schalkowski hat die Chance, seine Mannschaft in Führung zu bringen. Klasse gemacht. Doppelte Körpertäuschung. Torhüter ausgestiegen und 2-1 für Uhlenhorst Mülheim. Danach wieder Mannheim mit Guido Barrera, schön eingedreht, zweimal ausgestiegen, keine Chance, Jonas Weißner. Tim Herzbruch, eigentlich ein sicherer Penalty-Schütze, vergibt gegen Lukas Stumpf, sogar doppelt und damit leichten Vorteil wieder für den MAC, die im nächsten Penalty erhöhen können. Prohaska, doppelte Drehung, aber auch kläglich vergeben. Weißner feiert sich. Dann Pereira, der Kanadier. Lukas Stumpf schon im Tor geschlagen, aber dribbelt sich tot. Und dann ist die große Möglichkeit dafür, den MAC zu erhöhen. Und das passiert auch. 3-2 Penalty für den MAC. Und jetzt musste Mülheim treffen. Ansonsten ist der MAC im Finale. Hier sieht man es, klasse gemacht. Einfach abgedreht und dann ins leere Tor und der Penalty wurde vergeben und der Jubel beim Gastgeber ganz groß. Zum ersten Mal im Feldfinale der MAC und Uhlenhorst Mülheim. Obwohl sie das bessere Team waren, mit den größeren Chancen, mit mehr Standards, schaffen sie es nicht, den MAC zu besiegen.